Hallo und herzlich willkommen zurück zu Valheim. Schön, dass ihr wieder da seid. Ja, ihr wundert euch jetzt, was das hier für ein Anbau ist. Den habe ich, ja, in der letzten Nacht im wahrsten Sinne des Wortes gemacht. Ich habe die kleine Hütte, die ihr bis wo ging die denn? Bis da, glaube ich, habe ich mal noch angebaut oder verkehrterum nochmal angesetzt, dran gesetzt. Und habe hier mal die Werkbänke umgebaut. Ja, warum habe ich das gemacht? Wir brauchen mehr Platz. Viel mehr Platz. So. Bisschen Zeug habe ich auch vorgefarmt, glaube ich. Mich zu erinnern. Ich hoffe, hier ist noch ein bisschen Holzscheiß. Die Bienen. Die Bienen wollen auch noch ihren eigenen Platz. Ich habe da hinten mal die Körbe umgestellt, weil durch die Werkbänke war da jetzt auch kein Platz mehr. Beziehungsweise durchs Haus eigentlich. So, wir können uns gleich mal einen Honig gönnen hier. Füllen wir hier den Spaß mal auf. Da haben wir gerade nichts. Habe ich noch Holz? Jo. Zack. So. Jetzt lass uns mal kurz an die Werkbank gehen. Ich brauche noch ein normales Holz. Haben wir noch ein normales? Jo. Denn wir wollten uns ja zum einen das Knochenschild machen. Ich habe die Sachen schon mal alle soweit in den Rucksack geworfen. Ey, yo, Knochenschild. Geiles Ding. Gucken wir uns gleich an. Ein solider Schutz. Hergestellt von Fjell. Wunderbar. Gesamt 10% weniger Bewegungstempo. Oh je. Und ich wollte mir noch irgendwas basteln. Was war denn das zweite? Ah. Irgendwas hatte ich doch noch im Sack, was ich noch machen wollte. Den Bogen, oder? Dafür brauchen wir Edelholz, was wir nicht haben. Nein. Wie ihr seht, ein bisschen was habe ich vorgeschmolzen und ein bisschen was habe ich noch geholt. Ich habe mir auch einen Handkarren gemacht. Weil ohne den Handkarren geht ja gar nichts. Da ist man ja total aufgeschmissen hier. So, da kriegst du ja 3 Erz nur transportiert. Okay, den Bogen. Der war hier, ne? Jo, der Edelholzbogen. Zack. Geile Sache. So, jetzt läuft das Ganze hier schon langsam ein bisschen realistischer ab. Ich habe hier eine Toolkiste. Ist in der Ramschkiste noch Platz? Ne. Dann schmeißen wir Ramsch jetzt auch hier in die Toolkiste. Okay. Ich würde natürlich gern mal schauen. Was wollen wir denn noch machen? Pfeile? Zum Beispiel. So, aber lasst uns mal gucken. Also den Bogen habe ich. Trolllederumhang. Da brauche ich 10. Okay, da komme ich jetzt nicht hin. Ah, den Hirschbrecher. Das ist aber ein Zweihänder, ne? Jo, zweihändig. Machen würde ich mir den trotzdem gerne mal bei Zeiten. Ansonsten wäre es natürlich an der Zeit, das Schiff zu basteln. Jetzt, wo wir das Rezept haben. Ich habe hier auch schon mal angefangen, so ein bisschen Anleger zu bauen, aber ich will den nicht aus Holz bauen, sondern dann aus Stein. Warum? Weil natürlich, wie man sieht, hier die Holzbalken vergammeln mit der Zeit. Und das ist jetzt quasi nur mal provisorisch. Ich wollte mal ein bisschen rumspielen. Hatte dann noch ein bisschen Muse. Oh, wir sollten was essen. Was essen wäre gut? Okay. Ein paar Bäume habe ich auch wieder angepflanzt da hinten, damit es da hinten nicht so kahl ist. Ein paar stehen noch rum. Irgendwo sind da auch noch... Ich habe doch auch noch Holz irgendwo rumliegen, glaube ich. Ah, ich glaube, da hinten liegt noch Holz rum, da. Ja, aber der Strand wird immer kahler. Kahler. So. Jetzt lasst uns mal kurz schauen, was kostet das Boot? Ach so, so einen Sitzbalken habe ich übrigens auch mal gemacht. Den zeige ich gleich mal. Lass uns mal kurz nach dem Boot schauen. Die Karre. 30 Edelholz, 10 Hirschfell, 80 Nägel. Okay, den Kartografentisch, der wäre auch interessant. Aber wir machen jetzt erstmal die Karre. 30 Holz. Edelholz. Habe ich noch so viel? Jo. Das schmeiße ich mal raus. Na, eins noch. Na, nehmen wir mal 2. So.
Nägel. Ich muss Nägel machen. Du trägst zu viel. Ja, ja, habe ich schon gehört. Lalalala. Ja, und ich habe auch gleich die ausprobiert, ob man die Pilze, diese Leuchtpilze, immer noch als Ambiente-Licht benutzen kann. Kann man? Sehr, sehr geil. Nägel. Bronze. Achso, ich brauche Bronze. Scheiße. Warte, das lagere ich hier mal zwischen. Ich sollte mir da eine Kiste hinstellen, wa? Das wird Sinn machen. So, 80 Nägelhammer. Den Rest schmeiße ich mal da wieder rein. So, Dille. Also 30 von den 80 Nägel. 20 Harz, 10 Hirschfell. Harz wird, glaube ich, ein Netzproblem. Harz. Habe ich doch hier irgendwo. In das Harz hin. Ist das hier? Ah, wer Augen hat, ne? So, jetzt lasst uns mal das Ding zu Wasser lassen. Lalalalalala. Kann man eigentlich... Wie kann ich denn... Kann ich die auch wieder loswerden? Zerlegen geht nicht, ne? Hm. Das ist ja blöd, ne? Soll mal irgendwo da drüben parken. Nicht, dass es uns hier die ganze Zeit nervt. Ja, so langsam nimmt unser Zuhause Form an. Das ist eigentlich echt geil. Ich freue mich total. So, Fjell, gib Gas. Ey, dieses Floß, wie ich das hasse. Ehrlich. Schlimmste ever. Und es ist nicht mal sonderlich schön. Ach ja. Ach so, und das Messer habe ich mir natürlich auch schon gemacht, klar. Komm, gib her. Danke. Sehr freundlich von Ihnen. So, jetzt ist nur die Frage, komme ich darüber geschwommen? Bisschen das Schwimmen üben hier. Muss der Fjell ja auch lernen, ne? Er will ja irgendwann mal besser als Seepferdchen. Jo, ist gut. Hast es gleich geschafft, ne? Kommst du da nicht hoch? Oh, ich wollte gerade sagen, Alter. Nein. Jetzt erhol dich erstmal eine Runde. Und wackelt dabei ein bisschen. Yay, shake it, baby. So. Jetzt. Jetzt das Schiff. Was fehlt? Ach, eine Werkbank. Oh nein. Okay. Sag mal. Scheiße hier. Holzen. Jetzt aber. Ich schmeiß mir hier kurz die Werkbank hin. Yay!
geil, dann machen wir gleich eine Jungfernfahrt, oder? Hätte ich gesagt. Ja, mega gut. Was habe ich denn so im Sack? Natürlich nicht zu essen. Schmeißen wir hier den ganzen Scheiß raus. Pfeile habe ich. Da ist noch ein bisschen Bronze. Die kann raus. Hier habe ich noch irgendwo das. Ja, das und das. Honig nehme ich mal ein bisschen mit. Das nehme ich noch mit. Das nehme ich auch noch mit. Wie viel Platz hat die Karve normal? 2, glaube ich nur, gell? Das wird im Kopf. 4 sogar. Oh ja, mega. Da können wir ja richtig eine fette Loot-Tour machen. So. Ach Gott. Endlich ein halbwegs vernünftiges Schiff. Zum Glück. Ja, wir fahren Boot. Ich glaub's gar nicht. Eine Reise, die ist lustig. Eine Reise, die ist schön. So, ich will nämlich hier mal einmal rum mit euch. Und hier vielleicht nochmal aussteigen und gucken, ob wir irgendwas Gescheites finden. Waffe ist am Start, Schild ist am Start. Jo, läuft. Oh, ey, viel besser als das Kackfloß. Mal ohne Witz. Wer hat sich das einfallen lassen? Oh, schaut's euch an. Ah, mega gut. Oh, ich freue mich auch schon auf das nächste. Ich hoffe, sie machen noch Boote rein. Ein paar mehr fände ich echt geil. Ich habe ja mal gehört, dass es so ein ganz großes Schiff noch geben soll, wo auch tatsächlich außen dann Schilder hängen. Oh, das wäre natürlich auch mega geil, ne? Ui, das kleine Schiff ist aber gut wendig. Habe ich ganz vergessen. Schön. Oh ja, schön. Ich freue mich. Oh, on Tour. Und es wäre auch geil, wenn man das Segel noch bemalen könnte, ne? Das fände ich auch cool. Gerade so ein paar Kleinigkeiten, die ich eigentlich noch ganz schön finde. Rein so fürs Feeling. Ich meine, welcher Wikinger hat denn ein weißes Segel? Ha? Habe ich noch nie gesehen. Oh, voll aufgesetzt. Nee. Klar. Oh, fast gekentert, Alter. Was ist los hier? Kann man mit dem Schiff kentern? Ist eine gute Frage, ne? Was ist das da für eine Gartensiedlung? Ah ja, da sind Schweine und Hirsche. Das kleine Boot ist schon gelenkig, ne? Wahnsinn. Ich wollte gerade sagen, das Schiff hebt ab. Oh, mit dem Schild bist du aber echt lahm, ne? Aller Latz. Aber geil aussehen tut's. Depp. wo will denn das Schwein hin, wenn ich mal fragen darf? Hallo? Oh, der Bogen ist auch viel, viel besser. Hallo, Schweini, lass mein Schiff in Ruhe. Echt jetzt, oder? Ich wollte hier eigentlich Schweine jagen in Ruhe.
Wie ist eure Erfahrung so mit dem Schild? Wenn ich mal fragen darf. Ich meine, wie gesagt, geil aussehen tut's. Absolut. Schon cool mit den... Aber man ist halt echt lahm, ne? Das kann ich eigentlich nicht so leiden. Hey. Ich hole gerade ein bisschen Futter ran, falls ihr euch wundert, was ich hier mache. Okay, ja, schön. Das Schild ist echt super. Aber wie gesagt, ich finde, man ist halt schon lahm mit dem Ding, ne? So, noch Motzen, Motzen, Motzen hier. Ja, ich weiß, das Schild ist geil. Sieht geil aus, das stimmt schon. Ich könnte was zu essen vertragen, ja klar. Na, gerade mal hier ein bisschen umgucken. Wir suchen ja immer noch einen Troll für den Umhang, ne? Oh, was sehen meine Äuglein? Ein Pilzi-Pilzi. Oh, was haben wir hier? Eine Hütte mit nix. Super. Kann man auf die Map gucken hier ein bisschen. Ich fände auch noch ein paar mehr Wildtiere wären geil. Bären fände ich gut zum Beispiel. Oh, was haben wir denn hier? Eine Siedlung. Sollte auch mal anfangen. Von dem Zeug ein bisschen was zu sammeln. Hallo, was ist denn los hier? Alter. Bleib doch stehen. Löwenzahn, ja, braucht man nämlich zum Kochen, ne? Und da wir jetzt einen Kochpot langsam schon mal machen können, da freue ich mich auch schon drauf, fange ich auch schon mal an, hier so langsam hin und wieder mal das eine oder andere auch... Oh, da ist eine Küche drin, die nehmen wir mit. Oh, sag mal, blinder geht nicht. Oh doch, der Bogen ist auf jeden Fall schon mal sehr geil. Hirsch, was machst du denn? Kann sich auch nicht entscheiden. Bist zum Essen eingeladen. Geil, das nehmen wir mit. Hoffentlich finden wir den Händler demnächst. Oh, das wäre so mega gut. Ich weiß gar nicht, was hatte ich mir das letzte Mal gleich gekauft? Ich glaube, den Gürtel oder so. Ich glaube, der war... War das ein Gürtel? Ja, ich glaube, das war ein Gürtel. Oh ja, mega. Vor allen Dingen, welche Wikinger lassen denn ihre Schätze in der Hütte? Frage ich mich. Oh, wir dürfen natürlich nicht vergessen, wo das Schiff war, ne? Du fängst an zu frieren. Jo, das kennen wir ja schon. Oh, hallo. Ich glaube, da hinten war unser Schiff, gell? Ja. Habe ich Holz einstecken? Nee, wir sollten noch ein bisschen einen Schluck Holz mitnehmen. Für eine Werkbank, damit wir das angeditschte Schiff gleich reparieren. Kann nicht, dass er gleich versenkt werden hier. Da habe ich ja nicht so viel Lust zu, ne? So. Wie viel haben wir? 12, 10 brauchen wir. Wunderbar. Ey.
Ja, kannst ruhig herkommen. Ach, komm doch. Was machst du denn, kleine Nixe? Aber cool finde ich, dass man das Messer und die Fackel zusammen in die Hand nehmen kann. Das finde ich auch geil. So, hier müsste doch irgendwo... wo war denn? Noch ein Stück runter, ne? Ja. Ein Felsen weiter, da dachte ich schon so, nein! Schiff versenkt. Aber alles gut. Alles gut. Irgendwo. Oh, ganz dahinne. Ui, okay. Hatte ich jetzt irgendwie gar nicht so im Gefühl. Oh, geil, Löwenzahn. Löwenzahn, Löwenzahn. Der Uralte ist... der ist ganz schön weit weg, ne? Ah, ja, hier, Früchtchen. Richtige Früchteplantage hier, voll geil. Ah, komm. Ist denn ernst? Danke für die Federn. Danke. Ja, nice hier mit der Früchteplantage, muss ich mir merken. Hier, das markieren wir uns. Ja, gerade wenn man da mal vorbeifährt, kann man hier mal kurz anhalten. Schön, schön, schön. So, jetzt lasst uns schnell eine Werkbank bauen. Lalalalalala. Okay, das verstauen wir hier gleich mal. Und das jolt und jellt. Was natürlich auch geil wäre. Ah ja, okay, man kann die Fackel zwar rausholen, aber irgendeine Lampe am Schiff wäre auch cool, ne? Aber so geht's auch. Ja, ich würde sagen, ich segel mal hier vor und dann hole ich euch gleich wieder dazu. So, wir trudeln gerade ein. Ich parke sozusagen, ich fix das Schiff hier ein. Mehr oder minder gut. So. Ich bin jetzt quasi auf der anderen Seite, also hier ist noch Wasser, deswegen bin ich gleich mal auf die andere Seite gefahren. Wir sind von da drüben gekommen, damit wir das Stück mal zurücklaufen können. Ich habe mir jetzt aber überlegt, das Schild würde ich vielleicht gar nicht unbedingt benutzen wollen, weil wie gesagt, oh, ich hasse das, wenn man langsam ist. Ich probiere es mal ohne. Ich meine, im Moment denke ich, mit den Gegnern, die wir hier so antreffen, ist das auch noch völlig in Ordnung. Habe ich was zu essen in der Tasche? Jo. Reicht der Bogen nicht so weit? Schweinefleisch und Leder. Mensch, hier ist ja richtig das Paradies, ne?
Das ist gut, dann können wir nämlich unseren Fleischvorrat auffüllen. So, ich würde sagen, wir gehen mal auf der Seite kurz ein Stück zurück, um hier die Map aufzudecken. Ist aber auch ein schönes Fleckchen da mit dem See, ne? So, hauen wir uns mal eine Tür rein. Dann geht das hier alles ein bisschen schneller. Oh, geil, Löwenzahn. Löwenzahn. Die Steine lese ich übrigens nimmer vor, weil... Alter, was ist denn hier? Nix im Paradies, oder was? Guckt euch das mal an. 1, 2, 3, 4, 5 Stück. Brutal. Ja, die Steine lese ich nicht mehr vor. Die habe ich in der ersten Staffel alle vorgelesen. Und ich gehe davon aus, die Texte haben sich nicht geändert. Was heißt, ich gehe davon aus? Ich habe 2, 3 Steine gelesen. Outtake. Und da war der gleiche Text drauf wie immer. Also war jetzt nichts Neues. Deswegen spare ich uns die. Na, viel los ist hier nicht, ne? Kein Troll. Ich hoffe ja immer noch auf einen Troll hier irgendwo. Der Hirsch war jetzt wirklich nicht der Schlaueste, ne? Alter, was ist denn hier los, ey? Paradise auf der Insel. Ciao, mein Freund. Hier los, Nixon Town. Yeah. Alter, hier habe ich jetzt aber richtig Glück ein bisschen, ne? Sind die Schweine und Co. mehr geworden? Ist ja brutal. Also verhungern kannst du nicht, ne? Keine Chance, hier zu verhungern. Au. Lass mich, die Bienen haben mich gestochen. Wo sitzt denn der Bienenkorb? Ach, da am Eck, ich depp. Ja, liebe Bienen. Ciao, ne? Dankeschön. Oh, da ist noch die Biene. Die Königin. Die will ich aber. Den blöden Kopf da will ich nicht. Da ist mir die Bienenkönigin wichtiger. So. Okay, jetzt können wir ein bisschen in die Richtung gehen. Dann haben wir das Fleckchen nämlich hier auch aufgedeckt. Mega. Ach schön, das Schiff. Ich freue mich total. Kann ich mir hier mal sagen, ne? Ahoi, ihr Landratten. So, kann ich mal den Hammer aus der Hand nehmen? Danke. Was habe ich denn in der Tasche, was ich nicht brauche? Die Dinger brauche ich dann, ne? Den Stein nicht. Dann haben wir ein bisschen Platz. Kein Troll weit und breit. Sag mal. Massig Schweine, aber keine Trolle. Ah ja. Hier ist nochmal ein Altar. Okay. Jo, der hat einige Altare hier auf der Insel. Alter Latz.
Ganz schön fanatisch, ne, die Jungs. So. Okay, ja, cool. Ach komm, was machst du denn? Hirsch, lauf doch in den Fall rein. Danke. So, was haben wir hier noch? Eine Hütte? Ach, das trifft sich. Ich höre auch irgendwo nochmal Bienen. So, aber dann gehen wir mal zurück zum Schiff. Können wir nebenan noch ein Stück weiter segeln? Hirschkopf, den behalten wir mal, falls wir Akte nochmal beschwören wollen. Wobei, einen Kopf von ihm haben wir ja. Weil ich mache jeden Bossmob mindestens zweimal, weil ich will mir die Köpfe auch zu Hause aufhängen als Deko. Und ich freue mich schon auf die Dracheneier, die machen ja auch ein geiles Ambiente-Licht. Die werden wir auf jeden Fall bei uns auch zu Hause platzieren. Und auf die Schatzjagd freue ich mich auch schon wieder. Wenn wir endlich wieder Schätze jagen können hier. Oh, wir können mal was essen. Aber der Platz hier mit dem See, der gefällt mir eigentlich auch echt gut. Auch ein schöner Bauplatz, ne? Aber wie gesagt, ich stehe drauf, irgendwie das Zeug am Meer zu platzieren. Oh, auch mit dem Baumstamm im Wasser. Nice. Also kommst du halt gleich ans Meer mit deinem Schiff und kannst das Zeug gleich zu Hause ausladen. Sonst hast du immer Rennerei, wenn dein Schiff dann voll ist. Das ist irgendwie auch nichts. Es sei denn, du machst dann die Werkstatt an den Bahnhof vom Schiff, hätte ich fast gesagt. Also an den Bootssteg. Was willst du denn? Also heute haben wir ein bisschen Glück, sowohl mit Fleischfarm als auch mit Pilze sammeln. Also und Früchte. Also irgendwie ist eine Foodrunde heute, ne? Sehr, sehr, sehr gut. Ich sehe auch, wir sind schon bei 33 Minuten. Ich würde mit euch dann in der nächsten Folge allerdings noch ein bisschen weiterbauen. Ich will noch ein bisschen die... Es gibt schon Erweiterungen zu den Werkbänken. Die würde ich gerne mit euch aufsetzen. Wie gesagt, die Schiffstouren, die machen wir natürlich dann auch zum Teil zusammen, aber auch nicht alles. Das werde ich so machen wie in der letzten Staffel, dass ich halt die überwiegende Schiffsfahrt rausschneide. Weil ganz ehrlich, das, ja, stundenlang dazu gucken, wie jemand übers Wasser schippert, ist jetzt auch nicht so spannend. Es sei denn, er kennt das mit seinem Schiff, ne? Dann kann man ein bisschen lachen. Aber ansonsten, jo. Dann machen wir es so, dann sehen wir uns gleich wieder zu Hause, damit wir, wie gesagt, die Werkbänke noch ein bisschen pimpen können. Und dann schauen wir mal, was wir noch basteln wollen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Ciao.